Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der B39 bei Rauenberg. Ein Motorradfahrer, der in Richtung Mühlhausen unterwegs war, stürzte allein beteiligt und überschlug sich. Dabei verlor der Biker offenbar auch seinen Helm. Der schwer verletzte Fahrer wurde vor Ort medizinisch erst versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der erlittenen Kopfverletzungen besteht Lebensgefahr. Die Ursache für die sehr lange Bremsspur an der Unfallstelle wird von der Polizei ermittelt. Die B39 war während der Unfallaufnahme zwischen Rauenberg und Malsch in beiden Richtungen für fast 2 Stunden gesperrt.